Hallo und willkommen zurück bei Animal Crossing, meine Lieben. Am 2.7., ein Donnerstag, kurz vor 18 Uhr bin ich mal hier rein, weil ab 18 Uhr sollte ja der Rainer irgendwo da sein. Ah, ich sehe schon, den Schirm kann ich gleich wegpacken. Heute haben wir wieder schönes Wetter. Das Licht gefällt mir gerade sehr gut. Sieht wunderbar so nach Sonnenuntergang, nach Abenddämmerung aus. Gut, gucken wir mal eben nach der Post aber. Romantik hin oder her. Ja, so viel haben wir dann nicht. Schauen wir mal. Zwei Fossilien gehe ich mal von aus. Genau, Abdruck eines Dinosauriers. Okay, und rechte Flügel des Pteranodon. Sehr gut. Von Tom. Ein Bauschild ist im Angebot. Okay. Gucken wir uns gleich mal an. So, ich packe das mal direkt eben aus. Und das auch einmal bitte. So, einmal alles aufgemacht. Ba, ba, ba. Die können einmal weg. Dann gehen wir mal eben ganz kurz in den Keller und holen uns mal eben den Luftballon wieder. Oh, ich frage mich gerade was. Da ist ja Feuerwerk am Wochenende. Jetzt bin ich mir bei einer Sache unsicher. Es kann sein, dass es da etwas geben wird, was ich dann jetzt mal nicht näher erwähnen möchte. Aber wenn das so ist, dann brauche ich bald nicht mehr mit dem Luftballon rumlaufen, weil ich dann was anderes Cooles hätte. Da müssen wir aber mal abwarten. Da spare ich mir jetzt mal meinen großen Kommentar zu. So, Briefpapier habe ich dann auch nochmal mitgenommen. Halt, da fällt mir gerade auf, da der Stapel ja voll ist, kann ich ja den ersten Stapel Lose schon mal reinpacken wieder. So, können wir den direkt schon mal bunkern. Nun gut, dann würde ich sagen, starten wir mal unsere übliche Tour. Fangen wir wie immer damit an, erstmal eben kurz auf die Info zu schauen. Ja, das wissen wir aber schon mit der Wetterprognose, das hatten wir ja gestern schon gesehen. Gut, ich guck mal eben noch auf der Müllkippe vorbei, einfach weil wir haben ja gerade, halt, da ist Unkraut. Unkraut will ich nicht. Oh, ich höre irgendwo eine Zikade. Da ist eine. Ah, ich schleiche mich mal von unten ran. So, den Kescher brauche ich einmal. Na. Und hepp, die hätten wir. Eine Abendzikade. Die haben wir aber direkt als erstes schon mal gefangen gehabt. Na gut. Brauche ich die nicht bei Eugen abgeben? Ich halte mal den Kescher gerade in der Hand. Man weiß ja nicht, was noch so alles rumschwirrt. Was haben wir denn da? Gitterpapier und was haben wir da? Ein Melonenpapier. Gut, nehme ich mal mit. Im Keller waren da eh nur noch zwei Stapel. Das wird schon passen. Ach, das ist auch Unkraut. So, flupp, einmal raus. Ich wollte aber hier einmal am Bahnhof auch rumgucken. Ich bin mal gespannt, wo dann hier dann am Wochenende das Feuerwerk abgeben wird. Das hieß ja irgendwie Bahnhofsgeburtstag oder sowas, ne? Sollte dann ja vermutlich am Bahnhof stattfinden. Hui! Wow, du bist aber groß. Ihr seht das schon, ne? Wow. Okay, jetzt drückt mir die Daumen, dass das glatt geht. Was auch immer das sein mag, ich will es auf jeden Fall fangen. Oh, holy, was ist das denn? Ein Monster. Nein, okay. Next try. Nein, der dreht sich nochmal weg. Nein, 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 nein. Hau bloß nicht ab. Alter Schwede, was ist das denn für ein Brocken hier? Was ist das für ein Viech? Auch nicht. Der dreht sich gerade ganz doof weg. Oh, oh, er beißt, ja. Ich wollte gerade sagen, laufen wir jetzt bloß nicht ins Bild, sieht er? Halleluja! Wahnsinn! Ja, das würde ich auch sagen. Alter Schwede, ich habe einen Arapaima gefangen. Das Ding ist riesig. Ja, aber auf jeden Fall. Den schreibe ich mir mal ganz dick direkt auf meine Liste hier. Den haben wir auf jeden Fall noch nicht. Wow, ein Arapaima. Das ist ja der Knaller. Um Gottes Willen, dass der überhaupt ins Menü passt, ist ja schon der Wahnsinn. Der kringelt sich hier aber auch. Na gut. Ja, da hat es aber nicht umsonst applaudiert, Dieter. Das war ja jetzt mal ein Brocken. Beeindruckend, da weiß ich jetzt schon, was hier Thumbnail für die Folge wird, bei dem Riesending. Da können wir einmal noch Geld ausgraben, mache ich auch mal eben. Na komm. Hepp. Einfach, wenn man danach ist. 1000 Sternis. Ach, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal großkotzig. So, gib mir mal 10.000 Sternis. Ich versuche mal mein Glück. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Wir versuchen mal einen Geldbaum zu züchten. Plapp. Wenn wir Glück haben, sind das 30.000. Angeln wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte den Luftballon in die Hand nehmen. So.
man ganz automatisch hier Sachen rumgewuselt. So, dann werde ich jetzt mal eben eine Sache machen. Wir werden natürlich den Arapaima gleich bei Eugen abliefern, aber ich will zumindest mal wissen, was der bringen würde, weil der ist auch sehr selten. So, ich möchte was verkaufen. Eigentlich will ich nur den Preis erfragen. Ich verkaufe den nicht, keine Sorge. Mein Finger schwebt schon über den B-Knopf zum Abbrechen. Dafür zahle ich dir 10.000 Sterne. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Nee, lass mal. Ah, schön. Möchtest du noch etwas verkaufen? Ja. Alles aber nicht in Arapaima. Und das war die Abendsiegkarte. Genau, die können wir auch verkaufen. Das zusammenrechnen macht das 6.350 Sterne. Jawohl, verkaufen wir. Nö, das war dann noch alles vom. Danke. So, wir schauen mal eben bei deinen Neffen oben, was es da so gibt. Hallöchen, Jungs. Oh ja, das ist auch super, ne? Das Sommerwetter fängt an, die verkaufen ihren Heizkörper. Das ist natürlich total sinnig. Ah, guck mal. Ist das ein neues Gemälde? Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Einen Leutze. Doch, den haben wir schon, in der Tat. Sehe ich gerade auf meiner Liste. Na gut, dann brauchen wir den nicht. Nö, nö. Nö, nö, nö. Ist ein schöner Preis, aber das kann ja dann nur eine Fälschung sein. Hm. Ach, doppelte Unikarte gibt es wohl eher selten. Ein Honigmelonensitz. Der klingt eigentlich recht lecker. Da kriege ich direkt Hunger auf Honigmelone. 1300 Sternis. Komm, nehmen wir mal. Ja, klar. Danke für deine stete Unterstützung. Immer gerne. Das macht dann 1300 Sternis. Und hier ist ein Los als Dank für deinen Einkauf. Dankeschön. Japp, japp, japp. So, dann lass mal schauen. Was haben wir denn noch für eines? Outfits sind jetzt nicht so spannend. Das geht noch. Komm, ich kauf's mal. Ich wüsste zwar gerade nicht für wen. Ein Fußball-Outfit. Nö, anprobieren brauche ich es nicht, aber ich kauf's mal einfach. Ja, möchte ich heute kaufen. Japp, 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 dankeschön. Dankeschön, dankeschön. So, ein bisschen Geld sollte ich ja eh behalten, weil, ne, Rainer halt, kennen wir ja. Wobei, wir haben ja auch zu Hause noch Geld liegen, so sind ja nicht. Ich verdränge schon immer, dass wir ja einen riesen Betrag zu Hause liegen haben im Schrank. Sind ja auch mal eben so, nur mal eben so 90.000, die wir da haben. Mal eben. Mann, 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 wenn ich die im realen Leben mal so im Schrank finden würde. Das wäre mal was Feines. Oder mal einfach so Geld vergraben, damit ein Geldbaum wächst. Das wären schon schöne Sachen, die würde ich auch im realen Leben gerne nehmen. Immer diese Kakerlaken hier, furchtbar. So, finde ich hier noch so einen Riesenfisch, wäre auch geil. Würde ich wohl nehmen, so ist das jetzt nicht. Ist aber, glaube ich, eher sehr unwahrscheinlich, oder? Hm. So, ich guck mal ein bisschen lang, das sind nur so kleine Fische. Hallo, Dolly, du unterhältst dich mit irgendwem offensichtlich. Mit wem denn? Ach, mit Tano, ihr tauscht gerade Klamotten aus. Na gut, dann halte ich euch da mal nicht auf. So, dann huschen wir mal eben zu Eugen, würde ich sagen. Und graben hier noch eben was aus. Komm, ja damit. Ach, ein Geroid, sehr schön. Ein Mini-Knarroid, okay. Oh nein, eine Mücke. In der Tat, ouch, mich hat eine Mücke gestochen. Menno, das juckt vielleicht. Ja, ätzende Viecher. Ja, die habe ich jetzt aber auch überhaupt nicht gesehen. Nicht bei den Lichtverhältnissen gerade. Da konnte ich die nicht erkennen. Vielleicht hat sie ja einer von euch kommen sehen. Ich jedenfalls nicht. Hoch. Unkraut, machen wir weg. So, dann mal eben zu Eugen rein. Ich bin mal gespannt, was der zum Arapaima sagen wird. Der dürfte selber nicht schlecht gucken. Mit Fischen ist ja kein Problem. Nur mit Insekten hat das nicht so. Ja, ich würde gerne mal stiften. Haha, welches zweifellos unschätzbar wertvolle Exemplar hatten sie uns heute für uns bereit. Ja, da wirst du jetzt nicht schlecht gucken, mein Lieber. Was hältst du denn davon? Gott, ist der groß. Huh, in der Tat. Huhu, ein Arapaima, glaube ich. Meine Güte, ich habe noch nie ein so großes Exemplar gesehen. Einen Fisch dieser Größe findet man nur äußerst selten. Ja, das glaube ich sofort. Er gilt als Rarität unter den Raritäten. Außergewöhnlich. Einfach erste Klasse. Ich kann Ihnen versichern, dass dieses Exemplar angemessen behandelt wird. Hand aufs Eulenherz. Ja, das ist doch super. Hoffe ich auch. Wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Gibt es vielleicht noch etwas anderes, was Sie stiften möchten? Nö, sonst haben wir nichts. Ihre Unterstützung wird zu höchst geschätzt, wahrlich. Ich hoffe inständig, dass wir weiterhin Ihrer Gönnerschaft versichert sein können. Aber klar, mein Lieber. Gut, ja, dann wollen wir mal direkt hier raus. Dann mache ich jetzt mal die elegante Variante. Ich bin jetzt nämlich einfach mal suchfaul sozusagen. Ich weiß nämlich nicht, wo der Rainer sein Zelt aufgeschlagen hat. Ist es überhaupt schon spät genug? Doch, wir haben jetzt kurz nach 18 Uhr.
Das passt ja, dann fragen wir nämlich mal den Harry eben, der weiß das doch bestimmt. Der ist ja immer voll informiert, ja, der Gute. Ich wünsche einen guten Abend. Bitte sei besonders vorsichtig, wenn du nachts alleine spazieren gehst. Die Dunkelheit kann so tückisch sein. Sag mir, wie kann Wachmeister Harry behilflich sein? Vorkommnisse, wüsste ich gerne. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der rasende Rainer sein Möbelgeschäft im Feld C2 aufgeschlagen hat. Ah, wunderbar. Sag mir, hast du vor, in diesem Etablissement etwas zu kaufen? Nun sag schon, Redmaker. Darf ich meine Meinung äußern? An deiner Stelle wäre ich misstrauisch, wenn es um die Ware dieser Person geht. Ja, zu Recht, keine Sorge. Aber wir haben ein bisschen Kleingeld und... Ach, da vorne ist das, da wo die Smeralda auch meistens ist. Ja gut, dann gehen wir doch da mal rüber. Bevor ich jetzt hier hingehe, muss ich mal eben kurz hier oben gucken. Wir haben doch hier so einen kleinen... Ein süßer kleiner Neuzuwachs. Ach, der Lupo ist auch hier. Hallo. Hey, du bist es, oder? Nun, der Abend ist noch jung. Lass uns die Nacht durchmachen. Ja, da wäre ich auch dafür. Hey, warum sprichst du überhaupt mit mir? Ich hab Langeweile. Die Sonne geht unter und wieder ist ein Tag vorbei. Aber ich komme jetzt erst so richtig in die Gänge. Tja, du bist halt einfach eine kleine Nachteule. Wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin, genau. Ich wollte einmal bei der Wilma vorbei. Die ist doch so schön neu. Wir haben noch gar nicht oft mit der geredet. Da schleicht die Marie auch rum. Hallo. Hallo, Wilma. Guten Abend. Ich habe dich heute tagsüber nicht gesehen, oder? Nö, stimmt. Warst du dermaßen beschäftigt, dass du keine Zeit hattest, mich für einen kurzen Moment zu besuchen? Ich fürchte nicht. Du kannst mich nicht vergessen. Das darfst du nicht. Ja, Entschuldigung. Genug geschwatzt. Brauchst du irgendwas von mir? Ein bisschen labern wollte ich nur. Hey, du bist wirklich ein Dreckspatz. Machst du dein Haus denn nie sauber? Doch. Tatsächlich? Das ist gut. Ich bin froh, dass du so reinlich bist. Dreck ist mir total zuwider. Bei mir zu Hause ist es immer sauber, damit ich jederzeit Gäste empfangen kann. Ja, das kommt mir bekannt vor. Wow, schon wieder ein Mückenstich. Meine Güte. Heute ist aber hier insektenmäßig gut was los, würde ich sagen. Zumindest bei den Mücken. So, dann gehen wir mal ein Stückchen hier weiter. Hallo, Bill. So, Marie ist ja nicht da. Die haben wir ja gerade da vorne gesehen. Die schleicht ja dann mit den Lupo durch die Gegend. Gut, so, dann gehe ich mal eben direkt da hoch, weil ich mag halt beim Rainer vorbei. Tada. Ich renne jetzt aber hier nicht durch die Gegend. So eilig habe ich es jetzt ja gerade im Moment nicht. So, jetzt weiß ich nicht genau, wo der sein wird. Ich guck mal erstmal oben, würde ich sagen. Da ist ja ein bisschen mehr Platz. Ich vermute mal, da wird er wohl sein. Hep, einmal die Schräge mit Anlauf hoch. Aha. Unkraut und was zum Ausgraben haben wir auch noch. Sehr schön. Wir haben noch gar kein Fossil gefunden heute. Da hätten wir dann das erste. Sehr schön. So, Loch wieder zumachen. Und den Luftballon nehme ich auch wieder in die Hand. Und ich packe das mal direkt in den Brief rein, würde ich sagen. Sehr gut. So, was hat man da dann nochmal? Der Honigmelonensitz, war das okay? So, ich tausche das mal eben aus. Ich mag meine Lose lieber da in der ersten Reihe haben. Aha, ich höre einen Frosch da unten. Irgendwo, ich sehe aber keinen. Doch, da so ganz klein. Also bei dem Lichtverhältnis ist das nicht so ganz einfach. Hey, die Birgit ist auch da. Hast du schon eingekauft beim Rainer? Guten Abend, ich habe dich heute tagsüber nicht gesehen, oder? Warst du dermaßen beschäftigt, dass du keine Zeit hattest? Nee, sorry, genauso wie schon bei der Wilma gerade. Ja, dich vergesse ich doch auch nicht, mein Gott. Kommen wir gleich mal zur Sache. Was kann ich für dich tun? Ich hänge nur rum hier. Endlich sieht es hier mal nach Sommer aus. Also, wenn ich fürs Wetter verantwortlich wäre, würde der Sommer schon früher beginnen. Im Sommer bekomme ich Lust auf zu zelten. Redmaker, was kochst du immer so, wenn du zeltest? Also ich bin in meinem ganzen Leben ein einziges Mal zelten gegangen. Das ist eine gute Frage. Was würde ich denn aber kochen? Spaghetti, Fritten, Würstchen, alles? Vielleicht am ehesten noch Würstchen, würde ich sagen. Ich glaube. Ach, wenn ich jetzt selber eine Antwort eingeben dürfte, würde ich sagen Sandwiches, weil die machen Sinn. Die packt man ein und kann man mitnehmen. Ich sag mal alles. Das kann ich verstehen. Ich weiß nicht warum, aber wenn man im Freien ist, schmeckt alles gut. Ja, da ist was dran. Am Ufer eines munteren Bächleins Fischstäbchen zu essen, ist ganz einfach das Höchste. Ja, da ist was dran. Fischstäbchen draußen, hatte ich auch noch nicht. Ist mal eine Idee wert. Hey, was haben wir denn da? Ein Kunden, sei nicht schüchtern, komm doch ruhig rein. Sag mal, hast du die rasende Reklame vom rasenden Rainer gesehen? Bist du deswegen heute hier? Na los, sag mal, ja oder nein, ich wusste es. Ich habe gute Nachrichten. Heute ist ein Glückstag. Ich habe hier ganz wunderbare Ware. Um ganz ehrlich zu sein, eine solche Gelegenheit bekommt man nicht alle Tage. Oh, Moment mal, warum quatscht dich hier eigentlich voll? Entschuldige. Komm rein und sieh dich um. Schau dir die Ware des rasenden Rainer gut an. Na komm schon.
Ja, dann machen wir das mal. Wer ärgert sich denn da? Was ist denn hier los? Ach, der Tano. Was ist los mit dir? Ist alles gut? Wir reden später darüber, okay? Na gut. Ich bin kurz davor zu explodieren. Und wenn das passiert, bist du besser weit, weit weg. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur nett sein. Dann gehe ich halt erstmal einkaufen. Dann gehen wir halt lieber. ein Swimmingpool. Ah, komm rein. Nur nicht überstürzen. Nimm dir Zeit. Sieh dir alle Waren ganz in Ruhe an. Hier gibt es viele Seltenheiten. Kein 0815-Zeug. Es ist rasend. Ja, ich sehe schon. Ein Swimmingpool. Das ist ja reizvoll. Was ist das da? Na, ist das nicht ein schönes Stück? Das ist ein Seurat. Okay, den haben wir aber auch noch nicht. Dann schreibe ich mir den direkt schon mal auf meine Liste, weil ich den eh kaufen werde. Ein Seurat oder Seurat. Ich weiß immer nicht, wie die ausgesprochen werden. Man möge mich immer berichtigen, immer gerne. Ich bin ja auch nicht allwissend. Ich bin jetzt schon seit einiger Zeit im Geschäft, aber so schöne Möbel findet man nicht oft. Oh nein, nicht oft. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich das Stück eigentlich gerne noch behalten. Aber dir würde ich es für die lächerliche Summe von 7840 Sternis überlassen. Boah, das ist natürlich ein stolzer Preis, aber ich kaufe es tatsächlich mal. Einfach weil es ist halt auch immer selten zu kriegen. Auch nächstes Mal werde ich wieder tolle Möbel bieten. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. Ja, ich mich auch. Was kostet denn der Swimmingpool? Das Planschbecken. Bist du interessiert? Mist, habe ich mir schon gedacht, du findest immer die besten Stücke. Du bist ein professioneller Sammler, oder? Ja. Ich drehe mich mal kurz auf meinen Stuhl um, sehe meine riesen Spielewand und denke mir, ja, Rainer, hast du gut erkannt. Da war nur schwer dran zu kommen. Der letzte Besitzer hing sehr daran. Hoffentlich wurde das Wasser gewechselt. Zum Glück habe ich sehr gute Überzeugungsmethoden. Der Preis von nur 3960 Sternen ist ein wahrer Mitnahmepreis. Was meinst du? Weißt du was? Kaufe ich. Ah, sehr gut. Sehr großzügig von dir, mein Freund. Danke, danke. Genau, 3960 Sternis. Herzlichen Dank. Auch nächstes Mal werde ich wieder tolle Möbel bieten. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. So, das will ich zwar eigentlich nicht haben, aber mich interessiert zumindest der Preis mal. Oder will ich sogar kaufen? Ah, ich habe mir schon gedacht, dass dir so etwas gefallen könnte. Eine Herzchenanlage. Dein Geschmack ist einfach unübertroffen. So ein schönes Stück, findest du nicht? Sowas findet man nicht leicht. Eine echte Seltenheit. Sieht die Sammler an wie Motten das Licht. Wirklich unwiderstehlich. Die Krönung meiner Sammlung. Es war sogar kurz vor dir jemand her, der daran interessiert war. Vielleicht kommt er zurück. Aber ich sag dir was, weil ich dich mag, überlasse ich dir dieses exquisite Stück für schlappe, boah, 7920 Sternis. Nee. Da musst du einfach zugreifen, denn das ist so gut wie geschenkt. Was meinst du? Ich meine, ich lass das mal. Oh, wirklich? Wie enttäuschend. Dann zieh dich mal weiter um. Es gibt noch viel zu entdecken. Nee, eigentlich gerade nicht, weil ich den Rest schon gekauft habe. Ja, aber ich danke dir trotzdem, mein Lieber. Dann schleichen wir uns mal. Hey, danke für deinen Besuch. Ich freue mich schon darauf, dich wiederzusehen. Du kommst doch wieder. Ja, aber klar, kommen wir wieder. Du hast zwar totale Saupreise, aber das Angebot ist zumindest super. So, ist wieder gut, Tano? Okay, gut. Nein, offenbar auch wieder nicht. Ja, gut, dann lassen wir den einfach mal sich aufregen. So, mit einem Blick auf die Uhr gerade schaue ich jetzt aber gerade mal. Wir haben ein ganzes Fossil noch gefunden. Das ist natürlich nicht viel, aber ist egal. Dann bringe ich das mal weg. Einmal zur Post. Und das mit den Gemälden würde ich dann gerne morgen machen, würde ich sagen. So, ich tue mir das mal unten hin. Das tue ich mal auch in die zweite Reihe. So, gehen wir mal eben das eine Fossil wegschicken. Ist halt nicht viel, aber mein Gott. Man muss ja nicht immer hier eine Riesenausbeute haben, nicht wahr? Auf jeden Fall haben wir gut unsere Geldbörse geleert heute. Brief versenden, genau. Einen ganzen leider nur, so ist das halt. Ach ja, schön. Möchtest du noch einen Brief versenden? Nö, das war schon alles an Paddy. Heute mal ganz flott hier. So, dann sind wir hier auch schon wieder raus. Und ja, dann würde ich sagen, wandere ich jetzt aber auch schon nach Hause. Beziehungsweise ich flitze mal eben einfach durch. Brauchen wir ja nicht rumtrödeln gerade. Huch, da war eine Zikade. Oh nein, ich bin über die Blumen getrampelt. Ach, guck mal, Unkraut haben wir hier. Mache ich ja mal weg. So, ich gehe mal eben ganz kurz nochmal rein auch. Ich habe jetzt eine ganz blöde Idee und ich möchte zumindest mal sehen, wie es aussieht. Ich gehe mal eben kurz hoch. So, mal einmal Licht anmachen. So, den nehmen wir mal eben weg. Der sieht eigentlich ja schön aus. Gartenteich, Planschbecken, ablegen. Flupp. Das passt so gar nicht rein, oder?
Ist eigentlich schade, weil ich würde ja gerne ein bisschen Sommerflair reinkommen lassen, aber ich glaube, das sieht einfach nicht gut aus damit. Wobei ich die Idee witzig finde, ein Planschbecken im Haus zu haben. Naja, nee, ich lasse mal den Gartenteich aber stehen. Der passt hier zwar auch, wie gesagt, eigentlich so gar nicht rein, aber... Aber der macht sich optisch einfach schön. Ja, ich lasse den mal da stehen. So, dann gucke ich mal eben noch eine Kleinigkeit. Wo ist es denn? Die waren alle an, genau. Und ihr wart alle an? Jetzt bin ich verwirrt. Hatten wir nicht einen aus? Ach, du bist aus. Nee, gar nicht. Du bist an, aber du hast den einen ersetzt, den wir da hatten. Mini-Knarroid. Mega-Bingoid. Genau, das ist der, den wir jetzt eingesammelt haben. Wie klingt der? Hm. So, mal gucken, dass wir das im Takt anmachen. Tam, tam, tam. Ja, der klingt aber okay. Ich lasse den mal an einfach. So, gut. Genug hier herumgezeigt und herumgebastelt. Dann würde ich, wie gesagt, sagen, dann beende ich den Tag erstmal für heute. Donnerstag haben wir ja, Freitag ist morgen, da steht ja so nichts Besonderes an, aber übermorgen haben wir dann das Feuerwerk. Gut, gucken wir mal einfach, was wir morgen so machen. Auf jeden Fall können wir ja das eine Gemälde abgeben dann beim Eugen. Gut, aber an der Stelle ist dann erstmal Feierabend, wie gesagt. Das heißt, ich bedanke mich wie üblich bei euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Tag in Animal Crossing. Bis dann!